Zwei sehr schlechte Nachrichten treffen auf im kurzen Zeitfenster ziemlich überverkaufte Aktienmärkte und man darf gespannt sein, wie die ganze Konstellation letztendlich enden wird. Denn normalerweise, wenn man so überverkauft ist wie derzeit die Aktienmärkte, kommt eine technische Gegenreaktion. Aber jetzt haben wir diese zwei schlechten Nachrichten. Erstens, Paul hat gestern klar gesagt, keine Zinssenkung absehbar, weil die Inflation schlicht zu hoch ist. Nicht wirklich eine ganz tolle Nachricht, aber vielleicht noch gefährlicher für die Aktienmärkte ist, dass die KI-Blase ziemlich deutlich angeschossen wird durch die Zahlen des holländischen Chip-Maschinenbauers ASML und die Zahlen waren miserabel, die waren deutlich schlechter als erwartet oder deutlich die Umsätze, Gewinne etc. deutlich schlechter als erwartet, weil eben die Nachfrage nach diesen Chip-Maschinen, mit denen man eben diese KI-Chips herstellen kann, deutlich zurückgegangen ist und ASML ist im Grunde die einzige Firma, die diese Chips herstellt, so wie TSMC praktisch die einzige Firma ist, die diese Chips dann baut. Also das ist ein klares Signal, dass die KI-Euphorie überzogen war und ist. Vielleicht nicht im ganz langen Zeitfenster, aber im kurzen Zeitfenster allemal. Das heißt, normalerweise werden neue Technologien erstmal überschätzt, dann unterschätzt, um dann sich wieder sozusagen einzupendeln. Aber schauen wir auf die Dinge, wie sie sich derzeit darstellen. Wir haben gestern Jerome Powell gehabt und der zentrale Satz lautet, wir sehen keine Fortschritte bei der Inflation, wenn die hohe Inflation weiter anhält. Dann können wir die Zinsen so lange hochhalten, wie es nötig ist. Und dann ein Satz, der so ein bisschen so eine Zwischenrallye ausgelöst hat, aber nicht wirklich nachhaltig. Die 12-Monats-Core-PCE-Inflation was little changed in March according to estimates. Das heißt, er liegt schon mal in gewisser Weise die PCE-Daten, die, glaube ich, in der übernächsten Woche erst kommen. Und das hat die Märkte so ein bisschen wieder versöhnlich gestimmt für diese sehr, sehr hawkischen Kommentare zuvor. Jedenfalls basiert das auf Schätzung. Ich weiß nicht, ob die intern schon die PCE-Zahlen ermittelt wurden, aber Schwamm drüber. Jedenfalls, wenn wir das mal zusammenfassen, nicht genug Fortschritt in Sachen Inflation, laut Paul. Die Inflation has introduced new uncertainty, hat neue Unsicherheit darüber gebracht, ob die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken kann. Das heißt, Paul suggeriert hier schon, Jungs, es könnte sein, dass die Zinsen überhaupt nicht sinken in diesem Jahr. Deswegen können wir die Zinsen länger oben halten oder so lange oben halten wie nötig. Die jüngsten Daten haben uns nicht gerade größeres Vertrauen gegeben, dass die Inflation zurückgeht und restrictive Fed policy needs more time to work. Also das ist higher for longer, wenn man so will, in einer anderen Formulierung und it will take longer to regain confidence on inflation. Also wir brauchen länger, um hier das Vertrauen zu haben, das Jerome Powell ja schon vor ein paar Monaten geäußert hat. Ja, es fehlt nicht mehr viel und wir haben das Vertrauen, dass wir die Zinsen senken können, bla bla. All das ist Trash-Talk von gestern und das trifft jetzt auf Investoren, wie gestern die Umfrage der Bank of America gezeigt hat, die zu 46% zwei Zinssenkungen erwarten, 27% erwarten drei Zinssenkungen. Also in der Summe erwarten 73% der Dickfische mindestens zwei Zinssenkungen. Und jetzt hat Paul gesagt, es könnte auch, oder indirekt angedeutet, es könnte auch gar keine sein. Das ist bisher eine absolute Minderheitsmeinung von 8% bisher gewesen. Also das ganze Zinssenkungsnarrativ von 7 im Januar auf jetzt vielleicht eine, vielleicht gar keine, hängt jetzt komplett in der Luft. Hier sehen wir mal die Fed Fund Futures im CME FedWatch Tool. Hier sehen wir Zinssenkung am 1. Mai praktisch ausgeschlossen. Und dann die erste Senkung am 18.09., also 18. September. Das ist so um und bei 6,5 Wochen vor der US-Wahl.
ob die FED da überhaupt noch agiert, um nicht sich dem Verdacht der Wahlkampfhilfe auszusetzen, wage ich mal zu bezweifeln. Und dann bleiben die Zinsen bis zum 18.12., das ist hier immer blau unterlegte, bleiben die gleich. Das heißt, die Fed Fund Futures preisen jetzt nur noch eine einzige Zinssenkung ein. Und das ist natürlich jetzt im Grunde der nächste Schlag. Hier wird getitelt Powell dials back expectations on rate cuts. Powell warns rates need to stay higher, etc. etc. Und wenn wir uns da mal die Geschichte oder anschauen von den Aussagen von Jerome zur Inflation, dann sehen wir erst, ja, transitory, gell, vorübergehend, wir müssen was machen, jetzt muss ich Paul Volcker sein, also die Zinsen stark anheben. Dann November, Anfang Dezember 2023, es ist zu früh, über Zinssenkung zu sprechen, um dann zu sagen, bei der Sitzung am 13. Dezember, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Dann bekamen wir die Januar- und Februar-Inflationsdaten. Ja, das könnte sozusagen just seasonal sein, also nur saisonale Faktoren, die so ein bisschen nicht ernst zu nehmen sind. Und jetzt neue Unsicherheit, ob die Fed überhaupt die Zinsen senken kann. Mann, das ist jetzt nicht gerade großartige Prognostik, kann man sagen. Also man sieht daran, dass diese Notenbanker, selbst ein durchaus ja intelligenter, charmanter Jerome Powell, irgendwie nicht die Glaskugel hat, nicht schlauer ist als wir, nicht mehr weiß als wir im Endeffekt. Aber das ist doch schon ziemlich in der Performance der Einschätzung ziemlich schwach. Und das Ganze wird nicht besser, wenn wir uns mal die Großhandelspreise von Benzin in den USA und die Tankstellenpreise anschauen. Dann sehen wir, die Großhandelspreise sind schon deutlich stärker gestiegen. Das heißt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis eben dann auch die Benzinpreise steigen. Bis auf einen Durchschnitt, würde ich mal schätzen, in den USA knapp unter 4 Dollar. Damit wären wir so hoch wie seit letztem Herbst nicht mehr. Jetzt ist natürlich noch das Problem der Fed, wie David Summers hier sagt, dass natürlich diese extreme Verschuldungspolitik, dieser fiskalische Stimulus, der damit faktisch durch die Biden-Regierung ausgelöst wird, dieses Inflationary Deficit Spending, wie David Summers es nennt, natürlich diesen Inflationsdruck weiter hochhält. Und das ist eben jetzt die Folge, die wir hier sehen, neben den Fehleinschätzungen von Jerome Powell, der eben den Märkten diesen Animal Spirit vermittelt hat. Ja, wir werden die Zinsen senken, daraufhin Hurra! Daraufhin die Financial Conditions gelockert, daraufhin Nachfrage gestiegen, daraufhin wieder Inflation gestiegen. Das ist dumm gelaufen, könnte man sagen. Die Folge jedenfalls ist, dass der Dollar auf den höchsten Stand seit November gestiegen ist und jetzt ein Golden Cross ausgebildet hat. Golden Cross, also wenn der 50er den 200-Tages-Durchschnitt von unten kommt, kreuzt, meine Damen und Herren, um das einmal zusammenzufassen. Jedenfalls sehen wir den Dollarindex mit dem besten Run, 5-Day-Run, seit Februar 2023, und das bringt die Japanesen unter Druck, denn die sehen jetzt, dass der Dollar-Yen weit über 154 gestiegen ist, und man hatte ja seitens des Finanzministeriums Japans ja gesagt, ja, also langsam wird uns das zu heiß. Es ist also die Frage, ob und wann die Japaner hier intervenieren werden, sprich Dollars verkaufen werden aus ihren Währungsreserven, um einen weiteren Anstieg des Yen zu drücken. Also wir sehen, das Dollar-Yen zu drücken oder der Schwäche des Yen entgegenzuwirken. Das ist die eine Folge eben auch für andere Währungsräume, und die andere Folge dieser weiter nötig hohen Zinsen aufgrund der hohen Inflation in den USA sind die Anleiherenditen. Und hier sehen wir die 10-Jährige heute Morgen bei 4,68%. Uiuiui. Und der Spread, also die Differenz zwischen der 2-jährigen Anleiherendite, die jetzt um und bei 5% liegt, und der Dividendenrendite des S&P 500 ist so groß wie seit der Dotcom-Bubble nicht mehr. Aber das hat die Märkte lange nicht interessiert, weil wir haben KI. Wir haben also künstliche Intelligenz und haben viel Hoffnung, weil die Welt wird sich von einer Sekunde auf die andere komplett ändern. Da spielen Bewertungen keine Rolle mehr. Jetzt sehen wir hier mal einen interessanten Chart von Olga Shepic.
der hier vergleicht die Rendite der 10-jährigen Anleihe mit der Performance zwischen Big Tech und Non-Profitable Tech, also zwischen den großen Tech-Werten und eben unprofitablen Tech-Werten, die meine zweitbeste Freundin Cathie Wood so gerne im Depot hat. Und wir sehen, je höher die Renditen steigen, umso besser performt Big Tech gegenüber nicht profitablen Tech-Unternehmen, was nicht heißt, dass Big Tech insgesamt steigt, sondern es performt nur besser als eben die nicht profitablen Unternehmen, die also Verluste machen, die von der Hoffnung leben, aber wenn das Geld teuer ist, weil die Kapitalmarktzinsen, ergo die Renditen steigen, dann wird es für diese Werte eng. Und ja, meine zweitbeste Freundin fasst sich an den Kopf. Wir sehen in den letzten 5 Jahren ARK Innovation minus 7%, während der S&P 88% gemacht hat und der Nasdaq Composite sogar 107%. Also die gute Dame, die underperformt massiv, weil sie schlichtweg aus meiner Sicht zumindest extreme Fehleinschätzungen hat. Und in Blasensituationen, wie wir sie gesehen haben, als in Corona die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hat, Liquidität ins System gepumpt hat, da funktioniert natürlich eine Apologetin der Blase natürlich sehr, sehr gut. Also eine Cathie Wood mit ihren Zukunftsvisionen, die alle völlig irrational sind, aber rational klingen. Aber irgendwann ist Game Over. Und das könnte jetzt auch für die KI-Euphorie gelten, denn wir haben ASML, wie am Anfang gesagt, diese holländische KI-Maschinen, Chip-Maschinenhersteller, mit wirklich miserablen Zahlen. Wir haben 3,6 Milliarden Umsatz Euro in Relation zu 4,6 Milliarden erwartet. Und das ist schon ein schwerer Rückschlag. Die Zahlen haben weit die Erwartungen verfehlt. Die Aktie zunächst mal 8% im Minus, hat sich dann also einen Ticken erholt. Mal sehen, wie es da weitergeht. Und das angesichts der Situation, dass wir natürlich vor allem in den USA eine unfassbare Marktkonzentration haben bei den wenigen großen Tech-Werten, die natürlich alle getrieben wurden durch diese KI-Euphorie. Was, wenn jetzt sozusagen ein faktischer Indikator zeigt, ist vielleicht schon längst vorbei, diese KI-Euphorie, zumindest was die Nachfrage nach KI-Chips angeht, was die Nachfrage nach diesen Maschinen angeht, die überhaupt diese Chips herstellen können. Und so sehen wir vielleicht nicht zufällig, dass wir das erste Mal beim S&P 500 beim wöchentlichen 5er EMA, das ist diese Linie, die Sie hier durchgezogen sehen, deutlich drunter gefallen sind, so deutlich etwa wie zuletzt Ende Oktober, Anfang November. Also seit Ende Oktober ist das der erste große Bruch sozusagen des bullischen Momentums, könnte man sagen. Gleichwohl sind S&P-Puts relativ günstig. Nach wie vor muss man konstatieren, also es ist nicht gerade so, dass jetzt alle schon längst Absicherungen gekauft haben, deswegen die Preise für Put-Absicherungen hoch sind. Vielmehr sehen wir, dass ein Rug-Pull imminent sein könnte, also ein Stecker ziehen, weil natürlich die Euphorie jetzt so groß ist wie letztendlich seit dem letzten Peak nicht mehr oder auf jeden Fall seit langer Zeit sind die Befragten von der Bank of America befragten Investoren, also optimistisch schon lange nicht mehr. Aber wir sind hier wirklich jetzt schon im kurzen Zeitfenster überverkauft. Das macht die Einschätzung so ein bisschen schwierig. Hier der Nasdaq McLellan Summation Index, praktisch ein Maß für Überkauftheit, Überverkauftheit. Und da sehen wir, boah, da kann noch ein bisschen mehr gehen, aber das ist schon ziemlich weit gediehen, dieser Abverkauf, den wir gesehen haben. All das nicht ganz sozusagen aus dem Nichts. Hier sehen wir oben mal den Nasdaq 100, der ja lange weiter gestiegen ist, während gleichzeitig die Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt schon gesunken sind, während die Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt schon gesunken sind. Das heißt, das war keine breit gefächerte Rallye, sondern das war eben so eine Nvidia-KI-Geschichte. Hurra, KI, KI, was interessiert uns die anderen 5 Millionen Aktien, die es da so kreucht und fleucht. Wir haben doch Nvidia, gell? Und wir haben ja totale Änderung allen Lebens durch KI, Produktivität schießt durch die Decke. Cathie Wood, meine 2,5 beste Freundin, hat gesagt, also die Produktivität wird sich um 130% steigern, also mehr als verdoppeln bis 2030, Cassie. Also manchmal denke ich mir, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und jetzt könnte es lauten, von buy the dip to sell the rip, das heißt verkaufe die Rallies, Zwischenrallies, wenn sie denn kommen, so sagt es Goldman Sachs. Ja, in einer Analyse und vieles wird natürlich davon abhängen, ob eine Rallye kommt, wenn zum Beispiel die Israelis, die jetzt offenkundig, wie berichtet wird,
entschieden haben, was sie machen gegen den Iran, wenn das mehr symbolisch ist, wenn das nicht so richtig heftig ist, dann können wir eine gute Rallye sehen, eine Zwischenrallye sehen, auch wenn ich nicht glaube, dass das alte bullische Momentum jetzt wiederkehren wird, aber wir können auf jeden Fall eine deutliche Erholung sehen, je nachdem, wie die Israelis agieren werden. Jetzt haben die USA neue Sanktionen hier gegen den Iran verkündet, vielleicht auch, um die Israelis in Anführungszeichen milder zu stimmen. Aber das ist nicht die Sprache des Nahen Ostens. Die Sprache des Nahen Ostens heißt, du musst Taten zeigen, nicht reden. Also wird Israel Taten eben bringen. Die Frage ist nur, ist es sozusagen eine Botschaft an den Iran in diesen Taten, dass man eben auch keine maßgebliche Eskalation wünscht, so wie die Amerikaner das ja auch nicht wollen, weil Joe Biden wiedergewählt werden will, Ölpreis etc. Aber vielleicht wird die Reaktion der Israelis gar nicht kommen, denn wir haben hier sozusagen unsere tödlichste Waffe nach Israel geschickt, Frau Baerbock. Stichwort feministische Außenpolitik. Und wenn die Mullahs in Teheran das hören, ja, dann schlottern die mit den Knien, die Baerbock kommt, na, da können wir doch, müssen wir einen Frieden halten, gell? Und die Israelis, der Netanyahu, der wird dann auch so, oh, die Baerbock kommt, gell? Jetzt muss ich mal ganz brav sein, ne? Das ist klar, das ist sozusagen unser tödlicher Witz. Sie kennen vielleicht diesen Monty Python Sketch, wo dann die alliierten Soldaten den Deutschen einen Witz auf Deutsche vorlesen in den Schützengräben, der absolut tödlich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass eben auch die Iraner wie auch die Israelis so stark sozusagen über diesen Baerbock feministische Außenpolitik Witz amüsiert sind, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, sich militärisch irgendwie eins auf die Rübe zu geben. Sehr gut möglich, all das vor dem Hintergrund, dass die Welt wächst, während Deutschland noch weiter zurückfällt. Hier sehen wir das mal. BIP-Wachstum in Prozent, Frankreich und Deutschland und Großbritannien irgendwie die Schlusslichter, also wenn man so will, die wichtigsten Länder Europas und Deutschland ganz, ganz hinten. Das hat nicht alles nur mit der Ampelkoalition zu tun, aber die Ampelkoalition hat die Versäumnisse von Merkel noch weiter verschlimmert durch eine ideologische Politik, die letztendlich dann auf eine planwirtschaftliche, wie soll man sagen, Steuerung der gesamten Energiepolitik hinausläuft. Die Konsequenzen sind eben dann weitreichend. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. ASML, also dieser Chip-Maschinenhersteller, stürzt ab. Große Enttäuschung bei Auftragseingängen. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite, die Fed kann die Zinsen so lange wie nötig hochhalten. Nochmal so das Wichtigste von Jerome Powell, was der gestern so gesagt hat bei den Kanadiern, wo er eingeladen war. Also diese beiden Artikel gerne weiterempfehlen. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.